Einen wunderschönen guten Abend, liebe Bonnerinnen und Bonner. Schön, dass Sie dabei sind bei der digitalen Sprechstunde unserer Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Guten Abend, Frau Dörner. Hallo. Sie sind über bonn-macht-mit.de dabei, zumindest idealerweise. Falls noch jemand auf YouTube ist, dort gibt es zwar einen Chat, der wird aber nicht gescreent. Das heißt, wenn Sie Fragen stellen wollen, dann springen Sie einmal rüber zu Bonn macht mit. Und wir haben schon ein erstes Thema, das gerade ganz aktuell ist. Es wurde ein Koalitionsvertrag vorgestellt, da kommt auch Bonn drin vor. Mhm. Vielleicht haben Sie dazu erstmal ein bisschen was Einleitendes für uns. Ja, ich habe da heute auch mit Spannung drauf geguckt, was die wahrscheinliche Ampelregierung in Berlin als Koalitionsvertrag vorlegt. Und gerade wir aus Bonner Perspektive haben natürlich auch besondere Ansprüche, sage ich mal, an so einen Koalitionsvertrag als zweites bundespolitisches Zentrum und ehemalige Bundeshauptstadt. Und wir haben uns, ich als Oberbürgermeisterin, aber auch gemeinsam mit der Region, mit dem Landrat beispielsweise, aber auch die Bonner Bundestagsabgeordneten sehr darum bemüht, Bonn wieder stark im Koalitionsvertrag zu platzieren. Und das hat jetzt auch geklappt, was mich wirklich sehr gefreut hat, dass eben auch die nächste Bundesregierung nochmal klar sagt, wir stehen zu Bonn als zweitem politischen Zentrum. Und wir wollen eine Zusatzvereinbarung machen mit der Stadt Bonn und der Region, um uns darüber zu verständigen, wie wir die Zukunftscluster, die wir hier in der Stadt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja entwickelt haben, also beispielsweise internationales, aber auch der Wissenschaftsstandort, das nochmal zu fixieren und auch gemeinsam für die Zukunft fortzuschreiben. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden und es gibt auch eine ausdrückliche Erwähnung der UN-Stadt Bonn. Das halte ich ja sowieso für die Stadt Bonn für eine ganz herausragende Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass wir die UN-Stadt in Deutschland sind, jetzt seit 25 Jahren. Und das ist eben auch ausdrücklich in den Koalitionsvertrag eingeflossen, dass die nächste Bundesregierung den UN-Standort in Bonn stärken will. Und das ist natürlich für uns super gut, weil ich auch finde, dass das ein ganz zentrales Zukunftscluster für die Entwicklung hier in der Stadt ist. Also mit der Aufnahme von Bonn in diesen Koalitionsvertrag können wir, glaube ich, wirklich sehr zufrieden sein. Okay, also glücklich aus regionaler Perspektive. Genau. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, was hier reinkommt. Wir haben schon eine erste Frage, die über Facebook schon gekommen war. Und zwar ist die Frage, warum mit Steuergeld in Bonn die Prostitution gefördert wird. Fast 60.000 Euro im Jahr zur Anpachtung eines Verrichtungsgeländes. Der Vorwurf ist, so werden Frauen nicht geschützt, sondern so würde Prostitution gefördert. Mhm. Also wir haben in Bonn ja auch heute ein sogenanntes Verrichtungsgelände. Das gibt es seit einigen Jahren und das ist wirklich in Bonn hier sehr wichtig gewesen, ein solches Verrichtungsgelände einzurichten, weil das viele Konflikte im innerstädtischen Bereich gelöst hat, weil es einen Ort gibt, wo Sexarbeit stattfindet, wo die Frauen aber auch besser geschützt sind beispielsweise und wir haben ja einen großen Prozess gestartet, dieses sogenannte Innovationsdreieck rund um den alten Schlachthof herum zu entwickeln. Da bin ich auch sehr froh, dass wir das machen. Das kann ja kein Mensch nachvollziehen, dass man mitten in der Stadt um den alten Schlachthof herum quasi eine Brachfläche hat. Das ist jetzt über Jahre und Jahrzehnte alles immer weiter da niedergelegen. Und diese Fläche, die machen wir jetzt neu. Und dafür muss dieses Verrichtungsgelände umziehen. So, und ich denke, das ist der Hintergrund der Frage. Mhm. Wir ziehen dieses Verrichtungsgelände jetzt an einen anderen Ort. Und im Rahmen von diesem gesamten Entwicklung dieses Innovationsdreieck investieren wir eben auch, was dieses Verrichtungsgelände angeht. Aber ich finde das auch richtig, weil das ein Ort ist, wo in einem geschützten Rahmen Sexarbeit stattfinden kann. Und insofern ist das eben in keinster Weise eine Beförderung von Sexarbeit, sondern es ist eine Weiterführung dessen, was wir heute schon machen, in einem, denke ich, noch geschützteren und besseren Rahmen, als wir das heute haben. Deshalb halte ich das für eine positive Entwicklung. Mhm. So, da haben wir einen ganz guten Themensprung. Ich möchte Sie fragen, wie das Büro des Bürgermeisters bei Lösungen in folgenden Bereichen helfen kann. Einmal die Entfernung und Verhinderung von Graffiti in der Heerstraße und die Verbesserung der Straßenreinigung, insbesondere in der Altstadt. Haben wir auch schon mal letztes Mal drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen ein Thema.
Also Graffiti ist natürlich auch ein komplexes Thema. Es ist natürlich immer die Frage, welche Gebäude sind das? Ne? Dass, glaube ich, Menschen nachts unterwegs sind beispielsweise und auch Privatgebäude mit Graffiti, ich sage mal in Anführungszeichen, verzieren. Ja, das wird man wahrscheinlich niemals ganz verhindern können. Das kann man verhindern, wenn Ordnungskräfte auf der Straße sind. Ja, aber es ist natürlich auch nicht immer jemand auf der Straße. Wir bieten auch als Stadt Bonn Graffiti-Flächen an. Ja, damit Jugendliche beispielsweise sich da auch austoben können, ja, und legal auch Graffiti anbringen können. Das ist sicher so ein Teilantwort auf die Fragestellung. Aber ganz verhindern, denke ich, wird man sowas im Stadtbild wahrscheinlich nicht können. Zur Frage von Abfallbeseitigung in der Altstadt. Also wir sind mit Bonn Orange, die für uns das ja macht, immer in einem engen Austausch. Wir hatten jetzt insbesondere Probleme im innerstädtischen Bereich. Da haben wir die Frequenz der Abfallbeseitigung, der Entleerung der Mülleimer schon erhöht. Aber ich sehe da durchaus auch noch weiteren Handlungsbedarf. Bonn Orange, der Verwaltungsrat, hat auch gerade dazu getagt, hat auch zusätzliche Stellen beschlossen bei der Müllabfuhr, um eben da die Situation auch zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, dass wir im innerstädtischen Bereich auch noch mal zu einer verbesserten Frequenz kommen müssen. Mhm. So, und dann springen wir nochmal ins Corona-Thema. Wie sieht es denn beim Thema Luftfilter aus? Fänden wahrscheinlich alle Kinder der Stadt toll. Also Luftfilter, wir haben ja uns alle Klassenräume angeschaut. Wir haben ein eigenes TÜV-Gutachten auch nochmal in Auftrag gegeben, wo eben wirklich auf der Grundlage von soliden Kriterien es sinnvoll ist, Luftfilter anzuschaffen. Das betrifft bei weitem nicht alle Klassenräume oder Unterrichtsräume oder Räume, die für pädagogische Zwecke genutzt sind. Viele Räume in unseren Schulen und auch in den Kitas sind sehr gut lüftbar, können auch beispielsweise sehr gut mit Fensterlüftung belüftet werden. Und ich finde, das ist nochmal ganz wichtig. Ich kriege ja auch viel Post deshalb. Mhm. Ja? Und viele Menschen denken, wenn man so einen Filter in der Klasse hat, dann muss man nicht mehr lüften. Und das ist ganz gefährlich, weil alle Experten, wir lassen uns ja auch eng beraten, beispielsweise vom Hygieneinstitut der Uni Bonn, alle Aerosolexperten, ja, alle Hygieneexperten sagen, es muss trotzdem auch eine Stoßlüftung geben, um wirklich eine gute Sicherheit für die Kinder und für die Lehrenden in den Räumen haben. Also ganz klar, die Filter sind keine Alternative zum Lüften. Die können in bestimmten Raumsituationen eine Unterstützung sein, aber auch nur das. So, das vielleicht mal vorweg. Wir haben für die Räumlichkeiten, wo wir auf der Grundlage dieses TÜV-Gutachtens und auf der Grundlage der BMU-Empfehlungen zu der Einschätzung gekommen sind, da kann so ein Lüfter einen positiven Effekt haben, haben wir die bestellt, schon vor einigen Monaten. Die sollten eigentlich in den Herbstferien ausgeliefert werden. Der Hersteller hat uns mitgeteilt, dass er die aktuell nicht liefern kann, was natürlich super ärgerlich ist. Mhm. Und wir rechnen zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass die Ende Dezember, Anfang Januar lieferbar sind. Das ist der aktuelle Stand. Da hoffen wir natürlich drauf. Da müssen wir die natürlich auch noch einbauen. Das wird natürlich auch noch eine gewisse Zeit dauern. Aber ich vermute mal, dass der Bedarf an diesen Luftfiltern aktuell sehr groß ist und dass die Hersteller dadurch Lieferprobleme und Lieferengpässe haben. Und da können wir jetzt nur hoffen, dass wir schnell an die Reihe kommen. Okay, also die Hoffnung ist, dass so nach den Weihnachtsferien dann... Ja, das ist auch der aktuelle Stand, aber wie gesagt, die Auslieferung ist halt jetzt schon zweimal nach hinten verschoben worden, leider. So, das waren die Fragen, die aus Facebook gekommen sind. Gerade ist mir aufgefallen, ich habe mich vorhin auch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin. Ich gebe Ihre Fragen, die jetzt in den Chat kommen, an Frau Dörner weiter, sodass Sie hier nicht selber lesen müssen. Also alles, was Sie an Fragen haben, können Sie auf bonnmachtmit.de in den Chat schreiben. Und wir gucken hier einfach mal rein.
Das Erste, was gekommen ist, ist zum Marstraßenanschluss. Wie stehen Sie oder die Grüne Partei zum Marstraßenanschluss, für den seit 30 Jahren die Bürger, für der seit 30 Jahren von den Bürgern von Pützin nicht gewollt ist? Muss die Autobahn GmbH die Infrastruktur für Maßnahmen schaffen oder die Stadt Bonn? Und wie lässt sich der Bau dieses Betonmonsters, für den Häuser abgerissen werden müssen? Und den Teil kann ich nicht so richtig verstehen. Und der Rest fehlt? Ah, hier unten. Oh Gott, die Frage ist zweigeteilt. Alles klar. Okay. Genau, also wie passt es zusammen, so ein bisschen, dass Natur in Beton umgewandelt wird mit dem grünen Gedanken? Muss ich nochmal zusammenfassen oder ist alles... Ich glaube, es ist mir deutlich geworden, alles klar, um was es geht. Wir sind natürlich bei allen großen Infrastrukturprojekten immer auch im Austausch jetzt beispielsweise mit der neu gegründeten Autobahn GmbH, die ist ja eine Bundesinstitution. Und auch ich als Oberbürgermeisterin bin längst nicht mit allen Infrastrukturprojekten, die beispielsweise im Bundesverkehrswegeplan hinterlegt sind, einverstanden. Ja, ein sehr prominentes Beispiel ist insbesondere der Tausendfüßler, der ja hier in der Innenstadt deutlich verbreitert werden soll. Da hat sich auch die Ratskoalition gegen diese deutliche Verbreiterung ausgesprochen. Und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben, dass im Bundesverkehrswegeplan noch zu ändern. Was die Marstraße angeht, ist mein aktueller Stand, dass das in der Planung ist und in der Diskussion ist. Wir gucken natürlich immer, dass wir, wenn wir sowas realisieren, das mit möglichst geringer Eingriffstiefe machen und möglichst viel Lärmschutz und möglichst viel Naturschutz auch umsetzen können. Okay. Dann gibt es eine Frage zum Thema Bürokratie. Ich würde gerne wissen, wie Sie planen, die behördliche Bürokratie, insbesondere des Ausländeramtes, zu verbessern. Persönliche Geschichte: Wir konnten vorgestern einen Termin zur Abholung des fertigen Aufenthaltstitels meiner Partnerin nicht wahrnehmen und müssen nun vermutlich mehr als 2 Monate warten, bis wir wieder die Chance bekommen. Das ist natürlich sehr lang. Also ich habe in den letzten Wochen tatsächlich sehr viel Anfragen gekriegt, was insbesondere das Ausländeramt angeht. Wir haben eine schwierige Situation beim Ausländeramt gehabt. Zum einen dadurch, dass die Corona-bedingt viele 1-zu-1-Gespräche nicht so haben wahrnehmen können. Und dadurch ist es, ich nenne das mal ein bisschen salopp, zu so einem Abarbeitungsstau von vielen Vorgängen gekommen. Und dann haben wir das auch noch die Situation gehabt, dass wir einen relativ hohen Krankenstand hatten und unbesetzte Stellen. Und diese Kombination war natürlich nicht gut. Ja, das hat dazu geführt, dass viele Vorgänge wirklich sehr lange gedauert haben. Die positive Nachricht ist, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wieder alle Stellen besetzen konnten. Wir haben auch Personal aus anderen Verwaltungseinheiten im Ausländeramt jetzt zum Einsatz gebracht. Wir haben auch die Hotline beispielsweise, wo man eben anrufen kann und sich Informationen beschaffen kann, mit 3 zusätzlichen Personen ausgestattet, sodass ich die Hoffnung habe, dass auch dieser Berg von Anfragen, der sich da jetzt ein bisschen aufgebaut hat, in den nächsten Wochen wieder deutlich abbauen lässt. Aber die Problemlage, die ist da. Ja, die ist aber auch erkannt worden. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, weil das natürlich auch unser Anliegen ist, gerade bei, ich sag mal, Visa-Anliegen oder auch Anliegen, wo es um die Verlängerung von Aufenthaltstiteln geht. Da sind die Menschen ja auch unmittelbar darauf angewiesen, dass diese Verwaltungsakte stattfinden, ja, weil ja sonst es schnell zu einem ungeklärten Rechtsstatus kommen kann und das können wir natürlich nicht wollen. Das heißt, es wird in Zukunft auch nochmal angeguckt, wie das jetzt läuft und ob das, was an Kapazitäten da ist, jetzt reicht. Genau, das machen wir natürlich immer, ja, aber wir haben jetzt wirklich die letzten Wochen eine sehr unglückliche Kombination von Problemlagen gehabt. Okay. Dann Themenwechsel. Warum wird die Nutzen-Kosten-Untersuchung zur Seilbahn geheim gehalten und wie soll so der Stadtrat über das Planfeststellungsverfahren entscheiden? Ich frage mal vorweg, wird der denn geheim gehalten? Nee, also wir haben das ja sehr transparent vorgestellt, mit relativ vielen Zahlen in der Pressekonferenz, die wir auch gestreamt haben, die man sich übrigens auch jetzt noch im Internet anschauen kann.
Ich bin sehr froh gewesen, dass diese Kosten-Nutzen-Analyse so positiv ausgefallen ist. Die hat ja ein sehr renommiertes Fachinstitut gemacht über einen langen Zeitraum hinweg in Absprache mit dem Bundesministerium, mit dem Landesministerium. Also ich halte das für sehr seriös und sehr solide, was sie da auf den Tisch gelegt haben. Wie gesagt, eine Bewertung mit 1,6 ist wirklich eine deutlich positive Bewertung. Wir haben andere Infrastrukturmaßnahmen, die mit 1,1 beispielsweise bewertet sind und die damit eben auch im positiven Bereich liegen, die wir realisieren. Und da sieht man einfach, wie positiv die Seilbahn bewertet ist. Gestern Abend hat der Mobilitätsausschuss sich auch mit genau dieser Thematik befasst und hat das einstimmig auf den Weg gebracht, also dieses Ziel jetzt auf der Grundlage dieser Kosten-Nutzen-Analyse, die Seilbahn weiter zu verfolgen. Und das zeigt, glaube ich, wie groß der politische Rückhalt für dieses wichtige Projekt auch ist. Okay, also das heißt, man kann sich alles transparent angucken, ist in dieser Pressekonferenz auch festgehalten. Genau. Gut, dann gehen wir noch mal zum Thema Straßenverkehr. Die Reuterstraße hat ja eine Begrenzung auf 30 km/h und die Frage ist, ob eine solche Regelung nicht auch für die Hauptstraße in Bonn-Holzlar gelten könnte. Zwei Schulen und ein Kindergarten sind doch Grund genug. Das ist die Frage. Ja, Tempo 30 innerorts ist ja ein wichtiges Thema, aber auch ein sehr komplexes Thema. Ich befürworte das ja sowieso sehr. Ich habe mich ja auch dafür stark gemacht, dass wir als Stadt Bonn Modellstadt werden für Regelgeschwindigkeit Tempo 30. Also heute ist es ja so, dass Tempo 50 ist die Regel und es gibt dann sehr enge Ausnahmen, wo man Tempo 30 als Stadt dann anordnen kann. Das muss man aber sehr gut begründen und sehr gut belegen. Und unsere Idee war und unser Vorschlag war, dass wir das umdrehen und wir sagen, Tempo 30 ist die Regelgeschwindigkeit und wir machen Tempo 50 als Ausnahme. Das ist leider nicht genehmigt worden vom noch amtierenden Bundesverkehrsminister. Wir haben aber ein Schreiben von ihm bekommen, in dem er dargelegt hat, dass wir sehr wohl Dinge ausprobieren können und eben auch alle unsere Spielräume wirklich nutzen sollen. Das machen wir jetzt. Wir haben die Bezirksvertretungen, also in den vier Stadtbezirken, gebeten, uns die Straßen zu nennen, die aus ihrer Sicht besonders geeignet sind, auch beispielsweise, weil sie besonders gefährlich sind, weil sie viel Lärm emittieren, beispielsweise, aber auch Thematik Schulen, Kitas ist da natürlich sehr relevant. Wir haben die jetzt gebeten, das ist jetzt gerade im Verfahren, uns diese Straßen zu nennen. Und dann werden wir dem Stadtrat vorschlagen, in diesen Straßen anhand einer klar transparenten Kriterienliste auch Tempo 30 zu machen. Aber ich gucke mir gerne die Hauptstraße in Holzlar nochmal an, gesondert, ob die diesen Kriterien entspricht. Okay, also das heißt, es könnte auch sein, dass es für die Hauptstraße in Bonn-Holzlar, dass sie da auch vorgeschlagen wird, also dass es quasi schon im Prozess ist. Genau, also ich weiß nicht, ob die Bezirksvertretung Beuel diese Straße vorschlägt, aber ich nehme das nochmal mit. Und auch wenn wir, ich sag mal, diesen ersten Schwung aus den Bezirksvertretungen haben, heißt das ja nicht, dass nicht andere Straßen auch noch dazukommen können. Ja, aber ist ja vielleicht dann auch ein guter Hinweis, sich an die eigene Bezirksvertretung nochmal zu genau, wenden, wenn das gerade solche, im Prozess ist. Genau, das ist für solche Themen sowieso der erste Schritt, weil die das auch entscheiden. Okay, dann haben wir ja das Thema, die alte Gärtnerei in der Deichmannsaue muss erhalten bleiben als ökologischer Trittstein für den Klima- und Artenschutz. Wohnungsbau ja, aber nicht gerade hier. Und die Frage ist, warum Sie sich nicht für Bauen auf bereits versiegelten Flächen einsetzen. Wäre ja eher eine grüne Stadtpolitik. Also ich setze mich für Bauen auf versiegelten Flächen ein, das ist ja selbstverständlich. Wir gucken beispielsweise auch, wo wir in die Höhe bauen können und natürlich geht es um Entsiegelung. Die Deichmannsaue ist ein Vorhaben, das die BIMA
also die Bundesanstalt forciert. Da gucken wir natürlich, gibt es da naturschutzrechtliche Belange, gibt es da Klimabelange, gibt es da Hochwasserbelange beispielsweise. Aber unsere Einschätzung ist, dass man das an der Stelle durchaus vertreten kann. Und wir werden immer die Problematik haben, dass wir einen Ausgleich finden müssen zwischen Klimaschutzbelangen, zwischen Umweltschutzbelangen, zwischen dem Erhalt von Freiräumen in der Stadt und zusätzlicher Bautätigkeit. Wir müssen auch zusätzlichen Wohnraum in Bonn schaffen. Das ist die zentrale sozialpolitische Herausforderung, die wir in der Stadt haben. Wir haben für die Menschen, die hier leben, keinen adäquat bezahlbaren Wohnraum mehr. Und deshalb ist es beispielsweise auch richtig zu gucken, wo man innerstädtisch verdichten kann, ja, bevor man die wenigen Flächen, die wir auch im Außenbereich überhaupt noch haben, auch noch zu Bauland beispielsweise macht. Also man muss immer abwägen und da tut mir auch immer mal wieder der ein oder andere Baum leid, ja, der dafür dann auch gefällt werden muss. Das ist ja auch immer eine Riesendiskussion, aber es ist immer eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Zielen, die wir in der Stadtpolitik haben. Ja. Bäume sind tatsächlich die nächste Frage. Was wird konkret gegen den schleichenden Baumschwund unternommen? Es fehlen aktuell 1531 Straßenbäume bei steigender Tendenz. Das heißt, es werden mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt. Und wann kommt die neue Baumschutzsatzung? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sehr stark, wahrscheinlich gehört das zusammen, steht hier zumindest in einer Frage. Also die Koalition hat im Haushalt die Mittel, um Bäume anzupflanzen, deutlich erhöht. Also es wird ein großes Programm dafür geben. Die finanziellen Mittel sind da. Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren nicht adäquat nachgepflanzt worden ist. Auch in bestimmten Bereichen, wo eigentlich das auch durch Ratsbeschluss festgelegt worden war, dass da Bäume gepflanzt werden sollten, ist das nicht in dem vorgegebenen Maße erfolgt. Da müssen wir jetzt eine Art Aufholprogramm starten. Aber die finanziellen Mittel dafür sind da, das jetzt deutlich auszuweiten. Und konkret die Baumschutzsatzung, wann die überarbeitet werden soll, das muss ich sagen, das weiß ich nicht. Gerne eine E-Mail schreiben an katjadörner@bonn.de oder eben auch an unseren Mitmach-Channel. Dann beantworten wir diese Frage. Ich habe die noch nicht in meinem eigenen, ich sag mal, Gremienlauf gehabt. Also bei mir ist noch kein konkreter Vorschlag aufgeschlagen. Okay. So, dann haben wir noch eine Rückfrage zum Marstraßenanschluss. Es müssen sehr umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen für den Marstraßenanschluss geschaffen werden. Muss das nicht die Stadt Bonn zahlen und kann sich die Stadt Bonn das überhaupt leisten? Also ist die Frage, wo kommt quasi der finanzielle auf, wo taucht der finanzielle Aufwand auf? Wer jetzt genau der Kostenträger für welche Maßnahme bei diesem Infrastrukturvorhaben ist, weiß ich nicht. Aber wir investieren natürlich sowieso viel in unsere Infrastruktur und haben für laufende Vorhaben und auch für mittelfristige Vorlagen, wenn wir das finanzieren müssen, natürlich das Geld in unserem Haushalt hinterlegt. Okay. So, gerade kommt gar nicht mehr so viel hier rein. Wir haben vielleicht ein bisschen sonst noch Raum, über aktuelle Themen zu sprechen. Ich meine, im Moment ist Corona wieder riesengroß, ja, wieder ein riesiges Thema. Was passiert aktuell in Bonn? Was sind aktuell die großen Themen rund um den Virus? Also ich würde sagen, wir haben da zwei Stränge. Das eine ist natürlich die Frage Impfen. Impfen ist der einzige Weg aus dieser Pandemie, deshalb tun wir sehr viel, um die Menschen auch zum Impfen zu motivieren. Wir haben in der Stadt Bonn eine sehr hohe Impfquote, sicherlich auch, weil wir ein sehr gut funktionierendes Impfzentrum hatten. Da können wir wirklich sehr zufrieden sein, aber es gibt eben auch bei uns noch deutlich Luft nach oben. Wir bieten jetzt
mobile Impfstationen an, beispielsweise täglich im Stadthaus. Da haben wir jetzt auch die Zeiten noch mal deutlich ausgeweitet. Wir gehen aber jetzt beispielsweise auch verstärkt in die Stadtteile noch mal, in die Bezirke. Beispielsweise haben wir jetzt neu im Rathaus in Hartberg, also im Bezirksamt, dort auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das betrifft sowohl eine Erstimpfung, die Zweitimpfung, als auch wir boostern auch. Also das kann man alles da dann vor Ort machen lassen. Also wirklich nochmal meine dringende Bitte an alle, die aus welchen Gründen auch immer sich noch nicht haben impfen lassen, fassen Sie sich da ein Herz und lassen Sie sich impfen. Es ist ein Akt der Solidarität, eben insbesondere mit denen, die sich wirklich noch nicht impfen lassen können. Ja, die gibt es ja auch, wenn ich da an die Kinder unter 12 Jahre denke, für die es eben noch keine Impfung gibt. Und das Zweite ist natürlich, dass wir angesichts der steigenden Inzidenzen natürlich gucken müssen, welche Schutzmaßnahmen machen wir. Wir sind eine der ersten Städte gewesen, die sehr strikt in den eigenen Räumlichkeiten und bei eigenen Veranstaltungen auf 2G gesetzt haben. Ich habe auch immer schon an die Landesregierung mich gewandt und appelliert und habe gesagt, bitte machen Sie wieder eine Corona-Schutzverordnung mit 2G. Das ist ja jetzt zum Glück auch wieder in Kraft getreten. Aber wir haben jetzt beispielsweise auch für den Weihnachtsmarkt noch mal deutlich verschärfte Maßnahmen auf den Weg gebracht, mit der Maskenpflicht beispielsweise, mit einer ganz strikten Überprüfung und auch deutlich verstärkten Kontrollen, damit das eben möglichst sicher auch stattfinden kann alles. Hier kam jetzt tatsächlich noch eine Frage zum Impfen. Und zwar, warum nicht öffentliche Gebäude als Impfzentren angeboten werden? Rathäuser, Turnhallen, städtische Gebäude und so weiter. Da könnten Sie mehr tun, ist hier die Idee. Aber so ein bisschen passiert das ja, oder? Das haben Sie ja gerade erzählt. Also wir machen das in den städtischen Gebäuden und die Gebäude sind gar nicht unser Problem. Ja, wir haben viele Ideen, in welchen Gebäuden man impfen könnte. Das Problem ist eher Women und Manpower auf der Ärztinnen-Seite. Wir haben jetzt dankenswerterweise auch noch zusätzliche Ärzte bekommen, die auch fürs Gesundheitsamt impfen. Viele niedergelassene Ärzte machen ja auch die Boosterimpfungen. Das ist ja auch, ich sag mal, die eigentliche Idee, ja, dass man sich bei der eigenen Hausärztin, dem eigenen Hausarzt boostern lässt, ja, und unsere städtischen Angebote eigentlich eher an die sind, die vielleicht keinen Hausarzt haben, ja, oder keine Hausärztin, also auch wirklich die Bitte, sich auch an die eigenen Hausärzte, Hausärztinnen zu wenden. Und ich habe es beispielsweise sehr bedauert, muss ich wirklich sagen, dass es auf Bundesebene keine Entscheidung gab, auch andere Berufsgruppen impfen zu lassen, ja, sondern dass das weiter bei den Ärztinnen und Ärzten verbleibt. Ich bin mir sicher, dass auch andere Berufsgruppen, Pflegekräfte beispielsweise, problemlos sicher impfen könnten. Und damit könnten wir natürlich noch viel mehr impfen. Also es ist wirklich aktuell nicht die Frage, ob wir eine Turnhalle fürs Impfen öffnen, ja, das ist schwuppdiwupp gemacht, sondern wir müssen ja Ärzte dahinsetzen, die das tun. Das ist mehr das Problem. Okay, also Räume sind kein Problem und Sie sind bereit, alle Räume aufzumachen, wenn Ärztinnen und Ärzte kommen. Und ich schließe die höchstpersönlich auf. Ja. Aber das ist halt nicht das Problem. Ja. Alles mit dem großen Bürgermeisterinnen-Schlüsselbund? Ja, ich glaube, ich muss dann doch den Hausmeister vorher wahrscheinlich anrufen. Hier ganz lieb, ich sehe ja keine Namen hier, also ich weiß immer nicht, von wem die Nachrichten kommen, aber hier kommt, liebe Frau Dörner, vielen Dank, dass Sie diese digitale Sprechstunde anbieten. Muss man auch mal weitergeben. Ja, sehr gerne. Ja, und ich freue mich immer, wenn es Interesse ja auch gibt. Ja, das ist ja auch schön, wenn es Interesse gibt an den Dingen, die wir hier in der Stadt weiterentwickeln wollen. Und dafür mache ich das ja. Freue mich, wenn das positiv aufgegriffen wird. Ja, also Frau Dörner sitzt auch vorher immer hier und freut sich und ist total gespannt, was so kommt und worüber sie jetzt gleich sprechen darf. Das ist immer ganz schön. Ganz anderes Thema. Aktuell ist es fast unmöglich, einen Kurs fürs Kinderschwimmen zu bekommen. Gibt es in Zukunft mehr Möglichkeiten? Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema.
Wir haben schon immer mehr Nachfrage gehabt als Angebot tatsächlich, was eben auch an den limitierten Schwimmflächen in Bonn liegt. Mhm. Und wir haben jetzt eben auch das Problem, dass Corona-bedingt über einen ganz langen Zeitraum gar keine Kursangebote überhaupt gemacht werden konnten. Wir waren jetzt mit den Vereinen im Gespräch und haben die wirklich gebeten, alle Kapazitäten, die sie frei machen können, sowohl was Schwimmlehrkräfte angeht, als auch was Wasserflächenkapazitäten angeht, wirklich in den Ring zu werfen, damit möglichst viele Kinder einen Schwimmkurs machen können. Das ist ja auch extrem wichtig. Es gab jetzt auch ein größeres Angebot als beispielsweise in den Vorjahren, aber durch die Riesennachfrage, auch durch die Corona-Zeit, konnte das auch nicht abgedeckt werden. Also ich habe das sehr im Blick, ja, auch als Mutter eines 7-Jährigen, die viele, viele, viele Monate versucht hat, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen, weiß ich sehr gut. Sie kennen das Problem ganz persönlich offensichtlich. Ich kenne das Problem sehr gut, ja. Okay, das heißt, wir holen jetzt gerade einfach noch 1,5 Jahre an nicht stattgefundenen Schwimmkursen auf. Genau. Und ja. Okay, ich habe gerade hier keine Fragen mehr drin. Also wenn Sie noch Fragen haben, wir haben noch 15 Minuten Zeit, um alles zu beantworten, was Sie gerne wissen möchten. Deswegen schicken Sie das gerne in den Chat, das landet dann hier und ich gebe das weiter. Aber wir können ja noch mal zu einem Thema springen, das auch angekündigt war. Es wurde schon ganz kurz angefragt, das war die Seilbahn. Mhm. Also da wurde ja schon im Vorfeld total viel zu gefragt. Und Sie haben das vorhin gesagt, da wollte ich noch nachgefragt haben. Es ist mit 1,6 bewertet. Was genau sagt diese Bewertung 1,6 aus? Können Sie das erklären? Also bei dieser sogenannten Kosten-Nutzen-Analyse werden gegeneinander abgewogen, wie in so einer Art Waage. Ja, welche Kosten bringt das Projekt und welchen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt das Projekt? Das ist keine betriebswirtschaftliche Herangehensweise, sondern das ist eine volkswirtschaftliche Herangehensweise. Was bringt uns so eine Seilbahn also volkswirtschaftlich? Mhm. Und wenn ein Infrastrukturprojekt, das eine solche Analyse durchlaufen hat, mit dem Faktor 1 bewertet wird oder darüber, dann heißt das, salopp gesagt, der Nutzen für uns ist größer als die Kosten. Und das ist auch eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass beispielsweise das Land und auch der Bund als Fördergeber für so ein Infrastrukturprojekt agiert. Und da ist 1,6 einfach eine super Bewertung. Und wird jetzt dazu führen, dass wir mit bis zu 90% diese Seilbahn eben auch von Bund und Land mit finanziert bekommen können, was ja kein ganz irrelevanter Faktor ist bei so einem Vorhaben. Ja, so ein großer Anteil. Abgesehen davon, Sie sind ja Freundin der Seilbahn, kann man glaube ich so sagen. Ja. Warum? Also was finden Sie gut daran? Also zum einen soll die Seilbahn ja eine Komponente in unserem ÖPNV-System werden, also zum öffentlichen Nahverkehr gehören. Das ist ganz neu, oder? Also ich glaube, es gibt ja Seilbahnen in NRW, im Ruhrgebiet auf jeden Fall eine große, in Köln eine große, die sind aber nicht an den ÖPNV angeschlossen. Das wäre ein Pilot, oder? Genau, also die sind alle privat. Mhm. Bei uns soll es eben Bestandteil von unserem Netz des ÖPNVs werden. Das heißt, wenn ich ein Jobticket habe, kann ich genauso mit der Linie 61 durch die Stadt fahren, wie ich dann auch mit der Seilbahn fahren kann. Mhm. Und das ist wirklich neu und ein Pilot, genau wie Sie sagen. Und das finde ich wirklich sehr attraktiv, so eine Komponente im ÖPNV-System zu haben. Und ich finde eben ganz besonders wichtig, wenn man sich die geografische Lage auf dem Venusberg anschaut, dann gibt es quasi keine
Alternative, um den Verkehr auf dem Venusberg zu entlasten. Ja, da geht eine Straße hoch, die kann man auch nicht irgendwie weiter ausbauen und einen anderen Zugang hoch auf den Venusberg und eben insbesondere zur Uniklinik, die ja auf dem Venusberg ist, gibt es nicht. So, und es gibt solide Berechnungen, die sagen, dass man das Verkehrsaufkommen auf den Venusberg hoch mit der Seilbahn um rund 20% reduzieren kann. Und das ist ja ein Fünftel, also ein wirklich großer Anteil, und deshalb finde ich die Seilbahn wirklich gut. Die ist auch wunderbar angebunden. Die würde ja über den UN-Campus gehen, ja, über den Rhein rüber nach Beul und eben an all diesen Stationen verknüpft sein zur S-Bahn, zum Bussystem, auch zur U-Bahn beispielsweise und auch in den überregionalen Verkehr. Also es wäre wirklich extrem attraktiv, diese zusätzliche Komponente zu haben. Und deshalb bin ich da wirklich ein sehr großer Fan von. Also das heißt, es wäre auch eine Seilbahn mit mehreren Stationen, die dann so anhält quasi? Also die läuft ja in der Regel durch. Ja, ja, man steigt ein und fährt sofort los. Ja. Also auch die Umsteigzeiten sind sehr gering. Ja, ich finde es total interessant. Also ich finde es total, weil ich mir das ganz schwer vorstellen kann, dass ich so mit meinem Jobticket da einsteige und dann kann ich einfach so seine Seilbahn fahren. Das ist ja was, was man sich so als Freizeitkomponente eigentlich vorstellt, wo man so die Seilbahnen herkennt. Ja, man stellt sich das immer wie so ein Skilift vor. Ja, genau, das ist das Gefühl. Es ist kein Skilift, sondern es ist, Entschuldigung, wir haben ja auch in Südamerika Seilbahnprojekte, die ja schon laufen und die ja wirklich extrem gut angenommen werden und wirklich so einen Mehrwert für Metropolen auch haben. Also wenn man sich das mal anschaut, wie viele Menschen man tatsächlich mit so einer Seilbahn transportieren kann, dann ist das wirklich faszinierend. Ja. Jetzt haben wir hier noch die Frage zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Werden die Kontrollen des Impfstatus auf dem Weihnachtsmarkt intensiviert? Haben Sie gerade schon angesprochen. Vielleicht können Sie auch ein bisschen erzählen, wie genau die jetzt gerade intensiviert werden. Ja, genau. Also das war einer der zentralen Punkte. Wir haben uns angeschaut, wie das erste Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt abgelaufen ist. Und da muss ich sagen, da waren wir auch nicht zufrieden. Ja, und haben das dann auch unmittelbar besprochen, auch im Krisenstab, und haben gesagt, da muss man mehr drauf gucken. Deshalb sind jetzt wirklich, und da muss ich wirklich ein ganz, ganz großes Lob auch an die Beschicker und die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt aussprechen, weil wir extrem gut mit denen zusammenarbeiten und die extrem verantwortungsbewusst mit der ganzen Situation umgehen. Und wir haben jetzt zum einen mit denen vereinbart, dass wirklich jeder Anbieter, unabhängig von der Frage, was angeboten wird, den Impfstatus auch kontrolliert. Ja, wir haben nochmal verstärkt unterstützt, dass man sich ein Bändchen geben lassen kann, wenn einmal der Impfstatus überprüft ist, dann hat man dieses Bändchen, dann muss man nicht mehr an anderer Stelle zeigen, also auch eine wichtige Komponente. Und wir haben auch als Stadt gesagt, wir verstärken den Einsatz unseres Ordnungsamtes, also wir schicken mehr Leute auf den Weihnachtsmarkt zur Kontrolle und unterstützen auch durch private Sicherheitspersonal. Also da haben wir wirklich jetzt am Anfang der Woche nochmal richtig nachgelegt. Okay. Und mein Feedback, muss ich sagen, jetzt seitdem ist auch wirklich gut und deutlich besser als das, was wir am Wochenende hatten. Das ist sehr schön. So, es gibt ganz viel Liebe diesmal im Chat. Liebe Frau Dörner, vielen Dank für Ihre offene Kommunikation und dass Sie es hier den Bonnern ermöglichen, Ihre Fragen zu stellen. Mich würde der aktuelle Sachstand des Radschnellwegs in der Rheinaue interessieren. Lieben Dank. Gut, der Radschnellweg in der Rheinaue betrifft ja beide Rheinseiten. Ja. Ja, und da gibt es eben unterschiedliche Sachstände. Auf der Beuler Rheinseite hat uns die Bezirksregierung gebeten, nochmal das Verfahren darzulegen. Das haben wir gemacht, aber wir gehen davon aus, dass auf der Beuler Rheinseite der Radweg so umgesetzt werden kann, wie alle Gremien der Stadt ja schon beschlossen haben, übrigens lange bevor ich überhaupt ins Amt gekommen bin. Also diese Schwierigkeiten ploppen jetzt ein bisschen auf den allerletzten Metern eigentlich auf, was manchmal auch so ein bisschen seltsam und verwunderlich ist,
ist, aber es ist so. Aber für die Boilereienseite gehen wir davon aus, dass es umgesetzt wird. Was die andere Rheinseite angeht, ist die Sachlage ja so, dass die obere Naturschutzbehörde da keine Genehmigung erteilt hat und wir gerade dabei sind, zu gucken, wie wir doch noch umplanen können, um eben den Bedenken der Naturschutzbehörde noch mehr entgegenkommen zu können. Mhm. Wir haben auch uns bemüht darum, dass der Zeitraum, in dem wir die Maßnahme umsetzen, verlängert werden kann. Da haben wir aber noch kein Feedback von der Bezirksregierung zu bekommen. Also das ist der aktuelle Sachstand. Ich hoffe, wir bekommen mehr Zeit und wir können noch umplanen. Aber auch da muss man klar haben, dass angesichts der Zeitspanne, in der wir das jetzt umsetzen müssen, es keine komplette Neuplanung geben wird, sondern es wird dann darum gehen, an der einen oder anderen Stelle naturschutzrechtlichen Belangen noch stärker entgegenzukommen. Okay, also immer noch alles so ein bisschen in der Schwebe. Da wird noch viel diskutiert jetzt. Genau. Okay. So, dann habe ich hier noch eine Nachricht. Guten Abend. Uns fällt immer wieder auf, wie wenig Mülleimer es in Bonn gibt, auch in der Innenstadt. Für die Sauberkeit wäre es sinnvoll, wenn weitere große Mülleimer aufgestellt würden. Das Gleiche gilt für öffentliche Toiletten. Andere große deutsche Städte sind hier deutlich besser ausgestattet. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ihr Statement. Also, wir haben deutlich aufgestockt, insbesondere im innerstädtischen Bereich. Da gibt es übrigens auch unterschiedliches Feedback. Ja. Manche Leute sagen auch, hier stehen viel zu viele Müllbehälter rum. Das gefällt uns auch nicht. Ja. Insbesondere in der Corona-Zeit hat sich ganz offensichtlich auch das Konsumverhalten ja, von vielen Menschen deutlich verändert. Gerade auf dem Marktplatz beispielsweise wird jetzt viel Essen ausgegeben in Einwegverpackungen, viele Pizzakartons und sowas. Mich stört das auch, ich mittags auf dem Marktplatz was esse und kann nichts mehr in den Mülleimer schmeißen und das ist manchmal der Fall, dann stört mich das natürlich extrem. So, und deshalb muss es insbesondere darum gehen, eben auch die Frequenz zu steigern, dass die Mülleimer, die wir haben, auch geleert werden, dann ergibt sich natürlich da auch eine neue Kapazität. Okay, das heißt, da sind wieder Gespräche mit Bonn Orange dann dran? Genau. So, im Moment habe ich hier jetzt keine weiteren Themen. Ich schaue jetzt mal hier noch 10 Sekunden drauf und gucke, ob noch was reinkommt, ob ich was verpasst habe. Aber es sieht gut aus. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch drei Minuten vorm geplanten Ende. Was haben Sie denn noch vor in den nächsten Wochen? Wir sehen uns ja Ende Dezember noch mal wieder, kurz vor Weihnachten. Was steht bis dahin auf dem Plan bei Ihnen? Also aktuell wird natürlich viel auch wieder zurückgefahren, was ich auch richtig finde, Corona-bedingt. Viele öffentliche Veranstaltungen finden jetzt gar nicht statt oder finden in deutlich kleinerem Umfang statt. Für mich steht am 9. Dezember noch eine wichtige Ratssitzung auf dem Programm. Am Ende des Jahres gibt es ja ganz oft noch viele große Dinge zu entscheiden. Das betrifft beispielsweise in dieser Ratssitzung dann auch die Seilbahnplanungen, wo ich sehr hoffe, dass der Stadtrat dafür auch dann grünes Licht gibt. So, dann kam noch eine Frage rein, nochmal zur Deichmannsaue, wahrscheinlich eine Rückfrage. Warum wurde ein Planungswettbewerb zur Bebauung eingeleitet, ohne die notwendigen Gutachten abzuwarten? Dies ist verfrüht, solange wesentliche Fragen nicht geklärt sind. Die Frage kann ich jetzt gar nicht beantworten, wie die Abläufe da konkret gewesen sind. Meiner Kenntnis nach ist da ja auch noch nichts in Stein gemeißelt und noch nichts entschieden. Und wir sind als Stadtverwaltung in einem engen Austausch mit der BIMA, die das ja umsetzen wollen. Auch da würde ich sagen, E-Mail an katja.dörner@bonn.de und dann beantworten wir das, warum da welche Schritte zu welchem Zeitpunkt auf den Weg gebracht worden sind.
Okay, das geht ja sowieso immer nochmal. Das geht sowieso. E-Mails schreiben und genau. das wird dann auch beantwortet und wahrscheinlich auch immer von den Menschen, die dafür zuständig sind und tief in den einzelnen Themen drin sind. Ne? Dafür gibt es ja unsere große Stadtverwaltung. Dafür gibt es viele Expertinnen und Experten, die sowas dann ganz genau beantworten können. Alles klar. Dann, Frau Dörner, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir sehen uns im Dezember nochmal wieder, kurz vor Weihnachten. Ich freue mich. Ja, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Adventszeit. Wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend noch und gute Nacht. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite alles Gute und passen Sie gut auf sich auf. Das werden sicher schwierige Wochen, wo wir jetzt durch müssen. Und nochmal mein dringendes Plädoyer, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Das ist der Weg aus dieser krassen Krise. Genau. Und ich glaube, wir müssen zurück zu bleiben Sie gesund. Sie auch. Genau. Bleiben Sie gesund.